So, auf dem Weg nach Freiburg bin ich hier mal wieder in Friedrichshafen am Flughafen gelandet. Und hier habe ich ja schon mal gestanden, ich glaube schon zweimal. Und der Platz ist eigentlich sehr ruhig, wenn ich dahinter wieder eine Bahnschiene wäre. Ich glaube, irgendwie ziehe ich die Bahn an. Ich bin zwar nicht Sheldon von Big Bang Theory, der ja Bahnen liebt, aber irgendwie ziehe ich das an. So, hier ist der Parkplatz für Busse und Wohnmobile und hier stehe ich jetzt. Wir haben wieder schönen Sonnenschein heute am Dienstag. Ja, wunderbar. Und ich stehe hier völlig alleine. Hier sind 4 Plätze und Wohnmobile. Gestern kam mal eins hier gucken und ist dann aber wieder weggefahren. Ich weiß nicht warum. Vielleicht wegen der Straße und der Bahn. Aber die Bahn ist auch sehr laut, fährt allerdings nachts nicht. Fährt bis, na, ich denke mal so 11 Uhr und morgens um 6 oder wann kommt dann die erste Bahn hier vorbei. Aber das ist dann zum Teil, je nachdem ob es Dieselloks und zum Teil Güterwagen sind, ziemlich laut. Wie letztes Jahr stehe ich wieder hier genau gegenüber dem Start- und Landeplatz vom Zeppelin. Das ist immer wieder ein beeindruckendes Schauspiel, wenn er startet oder landet. Aber gut, ich werde jetzt mal weiterfahren in Richtung, also am Bodensee entlang nach Stockach. Da werde ich mal noch ein Paket abholen und dann fahre ich direkt weiter nach Freiburg, um dort auf den Stellplatz zu gehen, mich mit den anderen zu treffen. So, los geht's. Eben gucken, ob alles okay ist. Hinten sieht gut aus. Achso. Luftfederung wieder auf Fahrniveau bringen. So, dann können wir wieder losfahren. Ab geht's nach Stockach und dann weiter nach Freiburg zur Messe. Gabi und Thomas sind heute, glaube ich, auch schon ab heute da. Ja, hallo. Heute ist Dienstag und ich bin eigentlich auf dem Weg zur Messe in Freiburg und stehe jetzt hier in Stockach auf dem Aldi-Parkplatz, weil hier bei Aldi ist die Paketstation. Hier soll heute ein Paket für mich ankommen, eine externe Festplatte, die ich bestellt habe. Und jetzt sehe ich, oder vorhin habe ich gerade gesehen, da steht heute bis 22 Uhr. Das ist natürlich total blöd, weil ich wollte heute noch auf den Stellplatz in Freiburg, auf dem Stellplatz in Freiburg ankommen. Jetzt stehe ich hier und warte und warte und warte und weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich habe schon überlegt, ob ich einfach jetzt nach Freiburg fahre, das Paket, das Abholen des Pakets verfallen lasse. Dann geht das jetzt zurück an Amazon, ich kriege eine Gutschrift und bestelle das einfach dann neu, die Festplatte. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Muss ich mal sehen. Ja, vielleicht werde ich jetzt noch eine Stunde hier warten. Wir haben jetzt 16:45 und ich brauche noch ungefähr 2 Stunden bis Freiburg. Möchte da auch nicht allzu spät ankommen und deswegen schauen wir mal, ob das Paket dann noch ankommt. Mal sehen. So, nachdem ich jetzt hier mehrere Stunden von 11:30 bis, was haben wir jetzt, 6:30 gewartet habe und das Paket immer noch nicht da ist, fahre ich jetzt mal zu einem Parkplatz hier in Stocker, in der Hoffnung, dass das Paket morgen ankommt und dass ich dann das morgen abholen kann und morgen dann nach
Freiburg fahre. So, ich bin jetzt hier in Stockach auf einem Parkplatz, auf einem großen, wo aber nicht viel los ist, und stehe dann hier so am Rand. Und da werde ich jetzt hier übernachten. Und was ich eben festgestellt habe, ist, dass hier neben, genau gegenüber von meiner Schiebetür, ein kleines Flüsschen ist. Oder sagen wir mal ein Bach. Man merkt, dass man in einer Weingegend ist, wenn man hier die endlosen Weinregale im Rewe-Markt anschaut. Ist schon beeindruckend. Jo, jetzt ist Mittwoch und ich stehe wieder auf dem Aldi-Parkplatz und warte, weil das Paket soll heute ankommen. Also stehe ich jetzt wieder hier bei Aldi und warte auf das Fahrzeug. Also ich hoffe, dass das nicht zu spät kommt, weil ich möchte ja heute noch in Freiburg ankommen. Ich habe jetzt von hier noch ungefähr 2 Stunden Fahrt. So, bin jetzt in Stockach wieder losgefahren, nachdem das Paket um 14 Uhr immer noch nicht angekommen ist. Ich weiß nicht, wie lange ich hier noch warten soll. Ich möchte ja auch irgendwann in Freiburg ankommen, auf dem Stellplatz, und dann nicht ganz so spät. Ist zwar reserviert, aber es wird ziemlich voll, habe ich eben gehört oder gelesen im Forum, im WhatsApp, Stammtischforum, wie auch immer. Und deswegen bin ich jetzt einfach losgefahren. Scheiß auf das Paket, Entschuldigung, aber dann geht das halt zurück, wenn ich es nicht abhole, und ich bestelle das neu nach Freiburg. Beziehungsweise habe ich schon neu bestellt, kann ich das in Freiburg abholen. Da soll es am Freitag ankommen, und da ich da bis Montag sowieso bleibe, wäre es dann nicht ganz so schlimm, wenn es erst am Montag dort ankommt. Dann kann ich es immer noch da abholen. So, wo seid ihr denn jetzt? Langsam, langsam! Wie kommt man denn zu euch hin? Ach, da vorne rauf, ne? Mein Haarspray hat
Ja, ja, da vorne auf, wo der Pinöppel steht. Normalerweise sollst du dich da hinstellen. Wo? Da oben drauf. Ach so. Ist das Karree zu. Ja, da könnt ihr mich nicht ums der Karthago. Vor den Grünen? Der Mann. Oder wohin? Das sind die 2 Mädels. Genau. Ja, alles klar. Ne? Gut. Dann ist das nämlich zu. Ja. Der Karthago gehört nicht zu uns. Ja, ist gut. Machen wir. Eiskalt macht er das. Ja, klar. Natürlich. Aber ich fahre da rückwärts ran. Fahr da einfach hoch. Nee, ich fahre so und dann rückwärts ran. So, angekommen auf dem Stellplatz in Freiburg. Jetzt schauen wir mal, sind ja schon einige da. Hier ist ein Malibu, den weiß ich nicht, der ist aber auch irgendwie vom Stammtisch. Dann Petra und Sissi, beziehungsweise Sissi kommt morgen, ist Petra ist alleine. Gabi und Thomas, Gabi steht da. Der Sunlight, der ist auch wohl im Twitch-Stammtisch immer dabei. Und hier der Duttelbär von Peter mit Frau aus Wien. Im Moment ist das Wetter ein bisschen klüchtig und wir haben hier so ein bisschen zugebaut. Und da drüben, wenn man hier durchguckt, dann ist da drüben ist die Messe. Und links von den Gebäuden ist dann das Van Fan Camp. Falls man das hier überhaupt erkennen kann. So, jetzt geht's los hier die Eröffnungsveranstaltung vom Van Fan Camp. Jetzt aber, hä? Dank Tobi. Tobi, hey. Du hast die Messe hier gerettet mit deinem Internet. Danke, Tobi, danke. Unglaublich, hä? Wahnsinn. Guten Morgen alle zusammen. Romo Stammtisch, Servus. Hallihallo, jawohl, alle da. Hä? Prima, prima. Hexitz-Gruppe, Toilette mit Bide und. Solche Hingucker gibt es natürlich auch auf der Messe. Die sind dann als Deko, stehen die dort, wie hier der Ferrari in Ferrari Rot. Das ist das Van Fan Camp außerhalb der Messehallen, wo alle Vortragenden zusammenstehen und wo man alle Autos besichtigen kann, sich mit den Leuten unterhalten kann. Richtig toll gemacht. So, dann gehen wir mal runter ins Van Fan Camp und mal gucken, wie es da so ausschaut. Hier geht's so weit. Alles sehr schön gemacht mit einem Holzschnitzelweg. Hier ist der Markus von Fan for Van. 15:30 Uhr hast du da interviewt. Ja? 15:15 Uhr, sorry. Bereitet sich schon vor auf seinen Vortrag. Herr Markus. 15:15 Uhr. Hallo. Hi. Camper Tobi ist auch da. Ich präsent the Fan for Van. Genau. Camper Tobi ist hier der Lehrling. Ja, so, ja, gut. Ja, ich bin diesmal umgekehrt, ja. Nicht diesmal, immer. Okay. Ciao, ciao. Da sind, hier ist Happy Camping und da ist der Freddy und Uli von One World Thousand Places, alle hier vertreten. So, und hier steht der Womo Adventure. Ose und Helles Liner steht hier direkt vor Akis Robeta Van Fan. Hier ist dann vom Camper Tobi der Etrusco, den er sich wohl geliehen hat zum Testen.
Und hier sind die Vigonauten, Vigo und Tour, mit ihrem Bulli. Stehen gerade hier zusammen. Hallo? Und hier ist Bulli on Tour mit dem T5 ist das, glaube ich. So, jetzt ist hier großes Treffen am Abend vom Wohnmobil-Stammtisch und die YouTuber und alles. Vigo on Tour erzählt noch ein bisschen. Ich Rosi und Helle sind auch dabei und der René. Und Freddy von One World Thousand Places filmt. Jetzt kommt schon der nächste hier rein. Und das ist Gabi hier. Moment, kommen wir auch dazu. Hi Volker! So, und hier nochmal das Camp bei Abendsonne. Also unser internes Camp. Die Messe im Abendlicht. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit auf der Messe oder vor meinem Van. In diesem Sinne. Bis bald, euer Aki. Ciao, ciao. Wir lassen viel Liebe da. Genau, wir lassen viel Liebe da.